News und Talks für Gebildete. Ja, wie geht denn überhaupt Weltverbesserung? Bestimmt nicht so wie rund um den Quatsch, um den WDR Oma Saulied Krach sozusagen, wo sich vielleicht so ein paar in unserem Land der früheren Dichter und Denker, das mittlerweile zum Land der Dummen und Deppen verkommen ist, Pisa, der Pisa-Studienversager geworden ist, ja, dann so ein paar dumme Rechtsradikale prallen auf so ein paar dumme Linksradikale und dann gibt es vielleicht irgendwie eine Prügelei oder sonst was. Was soll denn das bringen? Wie soll denn das die Welt verbessern? Wie soll denn das mein Leben und dein Leben glücklicher machen? Das ist doch völlig, alles völliger Blödsinn. Also gehen wir mal die Sache ganz in die Kurzformel für die Weltverbesserung. Also erst einmal braucht es die besten Wissenschaftler und Denker der Erde, denn wir müssen ja nüchtern feststellen, bis jetzt hat alles nichts gebracht. Der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft ist Mist und alle Varianten auf der Welt von Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und Pseudoplanwirtschaft waren und sind Mist. Also vergesst das doch. Also die Menschheit steht vor dem Scherbenhaufen. Alles bisherige war einfach Schrott. Also jetzt heißt es studieren, denken. Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, aktuell Stephen Hawking, Gregor Mendel, Wallace und Sir Charles Darwin und aktuell Sarah Blaffer-Hirdl, in Ruhe anschauen, die klügsten Professoren der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende und dann die aktuellen besten Denker der Erde und so weiter hier. Das heißt also Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Greta hat das ansatzweise erkannt, nur selber nicht kapiert. Listen to the science. Also es geht ausschließlich darum, richtige Wissenschaft zur Kenntnis zu nehmen und nicht sich weiter sozusagen die Dummen und Deppen, die Weltverbesserung in die Hand zu nehmen zu lassen, das Schwierigste auf der Welt. Und was haben jetzt diese Spitzenwissenschaftler herausgefunden? Dass alles in der Welt sich nach einem Naturgesetz bewegt, dem Naturgesetz von Mutation oder Variation und Selektion. Also so wie das Gravitationsgesetz von Newton gibt es eine feststehende Größe. Alles Lebendige im Universum bewegt sich nach dem Prinzip von Variation und Selektion. Hier variieren zum Beispiel die körperlichen, dass irgendetwas im Genom variiert, eine weiße Variante entsteht und die ist auf dem Feld für den Raubvogel gut sichtbar, wird häufig gefressen. Dadurch bleiben die braunen häufiger übrig und das Weiße stirbt aus, während im Hochgebirge entsteht unter vielen weißen Kaninchen eine Mutante, die hat ein braunes Fell, die wird natürlich sofort vom Raubvogel auf dem weißen Schnee gesehen und dadurch sofort gefressen und dadurch stirbt diese aus wie die Dinosaurier und die Weißen bleiben oft in dem Schneegebiet übrig. Wenn jetzt durch den Klimawandel zum Beispiel sich tatsächlich der Boden in braun verwandelt, werden die Mutanten mit dem braunen Fell die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben und die mit dem weißen Fell werden aussterben, weil es für sie den richtigen Hintergrund, den Tarnhintergrund nicht mehr gibt, ne? So, das heißt also, dieses Naturgesetz muss man auf die Gesellschaft anwenden, wenn man gucken will, woran die Gesellschaft krankt. Dann stellen wir fest, ich fasse jetzt die vielen anderen Videos nur mit einem Beispiel zusammen. Hier ist die ersten Tauschhändler sozusagen des Universums, nicht des Universums, das wissen wir ja nicht, dieses Sonnensystems und dieses Planeten. Dieser Händler hier, wir würden hier ein Männchen einzeichnen mit einem Irrtumsmem im Kopf, also einem I oder IM im Kopf. Das bedeutet, dass er zum Beispiel einen Irrtum im Kopf hat, der dazu führt, dass seine Kunden potenziell unglücklicher werden. Na, zum Beispiel könnte so ein Irrtum bedeuten, ja, alles, was dir Spaß macht, ist irgendwie böse, ist irgendwie schlecht und unmoralisch oder irgend sonst was. So ein Irrtumsmeme trägt dieser Händler. Ja?
Und dieser Händler trägt dieses Irrtums nicht, der hat das Wahrheitsmeme, nee, alles was Spaß macht, das ist, macht Spaß und es ist Natur und ist genau richtig und lebe es voll aus. Da gibt es keine Moral und kein Unmoralisch und so weiter, ja. So, und dieser Wahrheitsmeme-Träger, der kann wenig verkaufen, weil die Leute sozusagen nicht konsumsüchtig werden, weil dieser Wahrheitsmemträger unterdrückt die Lebensqualität nicht, also sozusagen, und hat in der sozialen Marktwirtschaft nichts zu melden. Der hat einfach nicht, der kann nicht viel verkaufen, weil die Leute ja, weil er den Leuten ja das, den Spaß am Leben nicht unterdrückt und sie dadurch dann sozusagen viel zu wenig kaufen bei ihm und dadurch stirbt seine Linie entweder ganz aus, hier wie hier gezeichnet, wie die Dinosaurier. Oder sie, wenn, dann bleibt sie ein Rinnsal und seine Wahrheiten sozusagen werden ein seltenes Phänomen bleiben. Während dieser Irrtumsmemträger, der also sagt, alles was Spaß macht und alles was Lust macht, ist unmoralisch und schlecht, also unterlasst es, der, dessen Märchenerzähler, der sowas erzählt, oder wenn er diese solche Meme, solche Gedankensysteme mit seinen Werbemilliarden überall verbreitet sozusagen, dann verkauft er natürlich viel Zeug, kann davon zwei Kinder ernähren. Dieses eine Kind ist der Erfolgsrenner, das bleibt bei diesem Irrtumsmeme und verbreitet das Irrtumsmeme bei überall immer weiter, kann dadurch drei Kinder ernähren sozusagen und aus diesen drei Kindern wird ein ganzes Imperium, ein Handelsimperium und werden laut die und alle die Betreiber von Handelsgeschäften tragen, haben Märchenerzähler dabei oder sind selbst Träger dieses Irrtumsmeme, dass alles, was Lust macht und Spaß macht, unmoralisch und böse sei und schlecht sei. Und die ganze Menschheit ist verklemmt und neurotisch und hat keinen Spaß am Leben, keinen wirklichen Spaß am Leben. Alle sind sie keusch und brav und verklemmt manche verkleiden sie, haben sogar den ganzen Körper bedeckt, hüllen sich in Sack und Asche und so weiter. Nur weil ja alles, was Spaß macht, unmoralisch ist. Ne? So, und dann. Dadurch haben wir in der sozialen Marktwirtschaft und im Kapitalismus eine absolut unglückliche Weltbevölkerung, total unglückliche Weltbevölkerung. Und was macht diese Weltbevölkerung, um dem Unglück zu entfliehen? Sie wird konsumsüchtig und kauft und shoppt und macht alles und zerstört dadurch die Erde und das Klima und den Planeten und alles und macht alles kaputt. Ja? Ja, und der Fehler ist, dass das sozial-marktwirtschaftliche kapitalistische System einfach der größte Mist ist und quasi genauso schlimm ist wie all dieser Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und Pseudoplanwirtschaft, den wir hatten in der Vergangenheit. So, und was geschieht dadurch auch durch diese solche dass gewinnbringende Irrtümer sich massenhaft in der sozialen Marktwirtschaft weltweit ausbreiten. Ja, diese gewinnbringenden Irrtümer sind das Wesen der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise des Kapitalismus. Und diese gewinnbringenden Irrtümer zerstören das Leben aller Menschen auf der Erde und erhöhen dafür aber die Konsumsucht und die Shoppingsucht. Und sozusagen den Konsum, ja. Und das ist krank, das ist ein krankes, geisteskrankes System. Das kann man aber nur über Wissenschaft so feststellen, ja. So, und gewinnbringende Irrtümer, was erzeugen die für Erscheinungen? Die erzeugen insgesamt eine unendliche Verschwendung in der Gesellschaft. Nur ein Beispiel hier. Der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes schreibt, unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Also unsere Systeme, die uns ja eigentlich helfen sollen, entwickeln sich also wegen gewinnbringender Irrtümer in Richtung Schädlichkeit.
Und dadurch verlieren wir unendlich viel Geld, völlig sinnlos. Es ist quasi so, als ob da ein Riesenofen brennen würde, in den wir ständig 50-Euro-Scheine hineinschaufeln. Und die fehlen uns natürlich beim Umweltschutz, beim Klimaschutz und überall. Also die Welt verbessern können wir nur, wenn wir sozusagen die soziale Marktwirtschaft beenden und über die postkapitalistische Gesellschaft nachdenken. Und das haben die zweiten Scientists for Future 2 51 Jahre lang gemacht. Und dann kommt raus, dass man irgendein System finden muss. Was war das Problem hier? Augenblick, was war das Problem? Dass also hier der Irrtumsmemträger konnte größere Profite machen als der Wahrheitsmemträger. Also muss man das System, wenn man den Kapitalismus verlassen will, muss man als erstes dafür sorgen, dass nicht der Irrtumsmemträger die größeren Gewinne macht, sondern der Wahrheitsmemträger überhaupt die größeren Einnahmen bekommt. Und das macht man eben so, dass man eben guckt, wie kann man das machen. Zum Beispiel könnte man man kann Millionen Mechanismen überlegen, die alle im Endergebnis dazu führen, dass der Irrtumsmemträger endlich weniger Einnahmen hat und der Wahrheitsmemträger mehr Einnahmen bekommt. Und die Königslösung wäre, man kann darüber diskutieren, ob das die beste ist, aber es gibt auch noch 100 andere Möglichkeiten. Aber die Königsdisziplin wäre, wenn ich also ab morgen beginnen würde mit die Wohlfühlnote 3-4, wird vorausgesetzt. Also wir fangen alle mit 3-4 an und ich gebe dann, wenn es mir dann zum Beispiel ein bisschen besser geht, gebe ich eine 3- ab und wenn es mir ein bisschen schlechter geht, gebe ich eine 4+ ab. Und so würden wir alle sozusagen dem Staat Rückmeldung geben, wie geht's uns denn wirklich? Und nur wenn jemand unsere Wohlfühlnoten verbessert, gibt's Geldausschüttungen. Das heißt, wir machen eine gesunde Planwirtschaft, also keine verrückte pseudokommunistische Planwirtschaft, sondern eine gesunde Planwirtschaft. Das heißt, alle Gewinne werden durch bestimmte Mechanismen von Staats wegen mit errechnet alle Gewinne werden abhängig gemacht von meiner Wohlfühlnote und deren Entwicklung und von meinen Gesundheitskostendaten und deren Entwicklung. Das heißt, auf Deutsch gesagt, wenn die Firmen um mich herum und die Arztpraxen und so weiter und alle, wenn sie mir helfen, dass ich glücklicher und gesünder leben kann, dann gibt es mehr Geld. Also für Irrtumsmeme gibt es weniger Geld und für Wahrheitsmeme gibt es mehr Geld. Und was werden dann natürlich die Händler alle sagen weltweit? Die werden sagen, na, hier, alles, was Lust und Spaß macht, das solltest du so häufig und so viel wie möglich tun, damit du nicht konsumsüchtig wirst und so weiter. Wir brauchen dich jetzt nicht mehr als Konsumenten, sondern wir brauchen dich als Glücklichen und Gesunden. So, und die Irrtumsmemträger, also dann kehrt sich die ganze Sache um, also die Wahrheitsmemträger breiten sich aus über die gesamte Erde und helfen den Menschen alle ein glückliches und gesünderes Leben zu leben und versorgen sie mit bestmöglicher gesundheitsförderlicher Nahrung und so weiter und machen alles, was und helfen bei einem glücklichen Leben sozusagen. Und die Irrtumsmemträger, die sterben dann aus. Also das heißt, wir haben also mit einer Maßnahme beenden wir sofort die soziale Marktwirtschaft beziehungsweise den weltweiten Kapitalismus. Ja? Und sie haben den ersten Schritt getan. Ja? Und das muss erstmal reichen hier. Wir wollen ja hier nur die Kurzformel machen. Ja, und das bedeutet, dass also Greta dann
natürlich, wenn sie klug genug dafür wäre. Das Problem also von Greta und Fridays for Future ist also, dass sie eben nicht auf die nicht listen to the science und nicht unite behind the science, sondern geistig nicht intellektuell nicht in der Lage sind zu verstehen, was echte Wissenschaft überhaupt ist. Sie fallen auf irgendwelche Durchschnittswissenschaftler und Pseudowissenschaftler rein, die gar keine Ahnung haben davon, wie man eine Gesellschaft verbessert sozusagen. Und wie gesagt, Greta würde dann, also innerhalb von 7 Jahren haben die zweiten Scientists for Future 2 versprochen, dass sie durch die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft 900 Milliarden fürs Klima zur Verfügung stellen können, dann in Kooperation mit der bundesdeutschen Regierung. Und dass sie den Kohlestopp 2026, der wird jetzt eher 2027 werden, weil die Fridays for Future natürlich aufgrund ihrer mangelnden Intelligenz natürlich so viel Zeit verstreichen haben lassen und so viel Zeit, wertvolle Zeit verschenkt haben, weil sie so unfähig sind. Das ist nun mal das Schicksal des Landes, des ehemaligen Landes der Dichter und Denker, dass es mittlerweile ein Land der Dummen und Deppen geworden ist und dass die Jugend auch nicht mehr das ist, was sie mal war. Nämlich, sie ist jetzt, wir sind auf dem Weg, ein unfähiges Land zu werden. Ne? Ja gut, aber damit ist alles gesagt, damit schließt sich der Kreis, also sozusagen nur über, die Formel lautet, nur über echte Wissenschaft und über die besten Denker der Erde ist das Problem zu lösen und es ist wissenschaftlich gelöst und wir könnten längst in einem Paradies leben, ja, wenn nicht eben aus dem Land der Dichter und Denker längst das Land der Dummen und Deppen und der Pisa-Versager geworden wäre. Und das ist natürlich jetzt ein Aufruf, Leute, wo sind die Klugen? Wo sind die ganz wenigen Klugen? Wo sind die ganz wenigen Klugen bei Fridays for Future? Und Herr, lass Hirn regnen, dass auch Greta Thunberg das vielleicht versteht, ja? Und dann können wir problemlos die Welt lösen. Aber die Welt wird nie gelöst, nur weil so ein paar geistig behinderte Rechtsradikale und ein paar geistig behinderte Linksradikale eine Prügelei anfangen. Vergesst das. Also, die Lösung ist da. Wo sind die Klugen? Tschüssi.